Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Donnerstag, der 17. Juni ist und Frau Mümmelmann sitzt schon neben mir, konnte es heute gar nicht erwarten. Gar nicht erwarten, weil sie doch Herrn Mauch abgeholt hat und da hat sie uns auch direkt ein paar Bilder mitgebracht vom Bahnhof. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Sauerland-Express fährt weiter nach Hagen. Sermannschluss Söhnetalbahn nach Unna über Adler-Schulmann, Abfahrt. Frau Mümmelmann hat gesagt, wir sagen jetzt nochmal guten Morgen, weil doch das Mauchle jetzt da ist. Ich wollte schon mal guten Morgen sagen. Ne? Guckt euch den jetzt mal alle an, der sieht ganz anders aus als auf seinem Facebook-Bild. Ja, unglaublich. Unglaublich anders. Ja. Da sieht man ihn immer nur mit dem Mikro. Nicht immer, du hast doch ein anderes drin jetzt. Hat er jetzt ein mit anderes Mikro Foto? Doch nicht. Der wechselt doch immer. Ach so. Ja. Das wusste ich gar nicht. Kennengelernt habe ich ihn als Weihnachtsmann. Ja, das stimmt. Der hatte vor Weihnachten immer eine Weihnachtsmütze auf. Als Jedi-Ritter. Beim Mikrofon sind wir ja auch schon richtig. Ich habe gedacht, wenn wir heute die Sendung aus Freudenberg machen, Mauchle ist da. Wir haben in Freudenberg auch eine Sängerin gehabt, die mal von mir produziert wurde. Bei Facebook heißt sie Talia Traum. Die Schwester ist Marie-Louise Freuer und ihr Name ist Marion Schumann. Und von Marion Schumann habe ich jetzt mal Musik. Sterne im Regen, Träume im Wind, sind nicht mehr traurig, seit wir glücklich sind. Morgens aufstehen und abends Fernsehen und zwischendurch mal was tun. Eines Tages fragst du, was nun soll das Glück denn immer nur ruhen? Wenn die Sehnsucht dich abends heimsucht, dann fällt es dir plötzlich ein. Alles Schöne im Leben ist tausendmal schöner zu zweit. Ja, grüezi wohl, Frau Mümmelmann, sagen Sie, wie labern Sie, wie sind Sie also dran? Ja, grüezi wohl, Frau Mümmelmann, sagen Sie, wie gaben Sie, wie gab's denn Ihren Mann? Ja, grüezi wohl, Frau Mümmelmann, sagen Sie, wie labern Sie, wie sind Sie also dran? Ja, grüezi wohl, Frau Mümmelmann, sagen Sie, wie sind Sie also dran? Oh, Frau Mümmelmann, Frau Mümmelmann. Wo stehen Sie denn schon wieder? Gehen Sie auf die andere Seite, damit auf man Sie Seite auch sieht. Gehen Sie. Wir müssen sich jetzt erstmal hier alle sortieren. Ich habe in der Zwischenzeit ja schon mal den Hellweger Anzeiger, wo heute auch wieder nichts drinsteht. Aber was muss heute auch großartig im Hellweger Anzeiger stehen? Aber zumindest die Headlines. In Langschede am Wehr bröckelt der Boden weg. Hier bröckelt der noch nicht weg. Aber gestern Abend habe ich gedacht, alle haben sie ihre Werbung gemacht mit ihren polnischen Genen, wie viel sie vertragen. Und was war? Ich behalte es besser für mich. Nix war. Nee. Muss ich ja sagen, es gab ja auch keinen polnischen Wodka. Es wurde die Schuld geschoben auf den mallorquinischen Kräuterlikör. Jawohl. Jawohl. Nein, macht Kopfweh. Ja. Schädelweh macht Schä. Rettete, rettete, zu viel Schnaps macht Schädelweh. Rettete, rettete, Schädelweh macht Schä. Ist ja jetzt mal wieder. Und du bist heute auch beim Friseur gewesen. Frau Mümmelmann war nämlich schon beim Friseur. Sieht man auch nicht. Gestern, Frau Mümmelmann heute. Und warum sieht man das alles nicht? Weil wir die Wirtschaft am Laufen halten. Aber nicht die Getränkewirtschaft, sondern die ökumenische. Auch keine ökumenische, nein, die ökonomische. Und auch keine ökologische, die ökonomische. Wenn man mit Fremdworten um sich wirft, dann sollte man wenigstens wissen, was es bedeutet. Sage ich anderen auch immer, das gilt auch für mich. Also, Mauchle, willst du jetzt noch näher ran? Ja, nein, ich halte mich im Hintergrund. Er hält sich im Hintergrund. Er hat nämlich gesagt, er wollte was singen. Nimm jetzt mal deine Gitarre und sing uns was. Kannst du deine Gitarre Ja. Singen, aber nicht reden.
Ja, also er hat gesagt, er kann heute Morgen singen, aber er kann nicht reden. Das wollen wir respektieren. Also jetzt bitte eine Minute Mauchler auf der Gitarre. Bitte schön. Nell'aria fumo le candele, tu dici solo cose belle. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. In diesem Sinne, erholt euch von diesem kulinarischen, akustischen Genuss. Was? Das war ein Genuss. Ich höre ihn so gerne. Er spielt wunderbar Gitarre. Erholt euch von uns bis morgen mit den gleichen Sorgen wieder, vielleicht auch mit ein paar weniger. Der Wetterbericht hier im Sauerland, blauer Himmel, ein paar Wolken und ich hoffe, das hält sich bis morgen, denn wenn Besuch da ist, dann muss Engelswetter sein. So ne? Stimmt. Ja. In alter Frische, wir umarmen Herzen und küssen euch wie immer bis morgen und Om.